Hallo und willkommen bei Whiskywaiter. Ich bin mal wieder auf Eiler unterwegs. Ich habe mal wieder eine Limited Edition einer bekannten Brennerei der Südküste. Dieses Mal bin ich bei Laphroaig und zwar habe ich den neuen Laphroaig Caerdes 2022. Gereift ist der Whisky ausschließlich in dem Warehouse Number One und in First Fill Makers Mark Fässern. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu dem Whisky zu sagen. Er hat keine Altersangabe. Ist Laphroaig Friendship Distilled. Ja, also diese Caerdes-Abfüllungen sind halt immer für die Friends of Laphroaig. Da kann man sich kostenlos anmelden. Und dann hat man die Möglichkeit, diesen Whisky zu kaufen. Oder jedes Jahr einen Whisky zu kaufen. Der kommt immer zum Fresh Eye Festival. Eine neue Abfüllung raus. Ich muss gestehen, dieses Jahr hat sie mich nicht sonderlich angesprochen, weil es halt jetzt nichts irgendwie Besonderes ist und keine Altersangabe und nichts. Und die letzten Jahre war zumindest immer irgendwie eine interessante Reifung dabei. Aber kann ja auch mal ganz schön sein, dass es jetzt eine reine Bourbonfassreifung ist. Und wir vielleicht nochmal so diesen Grundcharakter von Laphroaig erkunden können. Gesehen, so ganz für ein Bottle Kill reicht es jetzt noch nicht. Abgefüllt ist der Whisky in Fassstärke mit 52,2%. Das ist natürlich nicht mehr allzu hoch. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht doch nicht ein ganz junger Whisky ist, sondern dass vielleicht einfach verschiedene alte Whiskys da drin vermählt wurden. Ich weiß es aber nicht genau. Oh ja, der ist auf jeden Fall sehr stark rauchig. Dazu hat man, finde ich, direkt eine Süße. So Vanille, Vanillesoße, vielleicht auch Vanillesirup. Ich habe Kaminrauch, ein bisschen was Kräutriges, aber so ein bisschen frische Kräuter, so vielleicht Minze oder sowas. Sehr süß. Ja, also der hat auf jeden Fall Kräuteraromen mit drin. Dieses Phenolische habe ich sehr wenig, wobei ich sagen muss, ich bin da inzwischen relativ blind für bei Laphroaig. Dieses Phenolische nehme ich kaum noch wahr. Eine sehr schöne Rauchnote, die sich aber gut durchdringen lässt. Also ich bin jetzt nicht erschlagen von der Rauchnote, obwohl sie sehr kräftig war am Anfang. Sondern ich würde eher sagen, man kommt da echt gut durch und dahinter und jetzt nimmt man sie nur noch so beiläufig wahr. Jetzt kommt noch so ein bisschen Honig. Die Vanille habe ich immer noch gerade kurz an so einen mehligen Apfel gedacht. Vielleicht aber auch so ein bisschen Kiefernharz, Tannenzapfen. Ah, da war die Teernote. Jetzt riecht es ein bisschen nach Teer. Wie so ein Teerwagen auf der Autobahn. Ja, cool. Doch ein paar sehr interessante Noten dabei, wie ich finde. Zum Wohl. Boah, ist der weich und cremig im Mundgefühl. Und dann schluckt man ihn runter und hat sofort Rauch, Asche, Pfeffer. Der ganze Mundraum ist nur noch aschig. Schön, ich liebe das sehr an Laphroaig. Also, ich mag das total, dass die auch echt mal richtig rauchig, rußig, aschig sein können.
Ich habe trotzdem die Süße. Honig, Karamell, Vanille. Ich bleibe so ein bisschen bei dem mehligen Apfel. Die Kräuternote habe ich auch im Geschmack, ebenso wie die Teernote. Klar, langer Abgang bei so einem Rauch. Aber ich finde den nicht scharf, nicht bitter. Keine Fehler rum. Also das Mundgefühl ist herrlich, cremig, weich. Man könnte fast meinen, man hat 46% im Mund. Da deutet nichts auf über 50% hin. Und dann kommt halt diese schöne Rauchigkeit. Man hat so richtig einen Belag auf der Zunge, so ein richtiges Stück Kohle gefühlt. Ein bisschen die Kräuter, ein bisschen die Teernote. Dazu aber auch die Süße vom Honig, von der Vanille. Lecker. Besser als ich erwartet hätte. Also ich habe mir bei dem wenig Hoffnung gemacht, weil ich gedacht habe, ich stehe halt total auf diese Reifungen, diese Finishes von Laphroaig. Einer meiner besten Laphroaigs, die ich bis jetzt hatte, war der Port and Wine von 2020, war es, glaube ich. Geniales Teil. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass das halt so nur eine Bourbonfassreifung ist und vor allem halt sich primär um dieses Warehouse Number One gedreht wird. Hatte so ein bisschen die Befürchtung, gerade weil er ohne Altersangabe ist, dass er vielleicht in Richtung des Select gehen könnte. Aber, weit gefehlt, ein sehr, sehr leckerer Dram. Kommt vielleicht noch so ein bisschen so Keksteig, aber ansonsten habe ich auch hier die Kräuter, die Minze. Lecker. Ziemlich gut. Macht Laphroaig seinem Namen wieder alle Ehre. South Islay, stark rauchig, also spätestens im Geschmack merkt man es auf jeden Fall. Dennoch sehr gut gemacht, sehr lecker. 90 € hat er, glaube ich, gekostet. Ist schon eine Hausnummer, das wäre mir, glaube ich, so nicht wert. Aber es ist ein sehr, sehr leckerer Whisky und zeigt eigentlich, glaube ich, nochmal ganz gut so diesen ursprünglichen Laphroaig-Charakter. Ist halt ein sehr ehrlicher Whisky. Da ist nichts mit irgendeinem Sherry oder einem Port oder einem Wine überbügelt. Da ist nichts drin, außer First für Bourbonfässer, die ja so der Standard der Reifung sind. Ja, doch, gefällt mir gut. Ist gefühlt mal was anderes. Also ich bin bei Laphroaig tatsächlich bis jetzt meistens irgendwie bei irgendwelchen Finishes gewesen. Aber die können auch gute Birnenfassreifungen. Gut, haut mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Ich denke, der ein oder andere von euch wird ihn probiert haben, so wie ich das mitgekriegt habe. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und am allerwichtigsten beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.